In dieses Gebäude, das Priesterseminar des Freiburger Erzbistums, irgendwo hier soll Erzbischof Georg Genswein wohnen, in einer 150 Quadratmeter großen Mietwohnung. Wann genau er einzieht, das will oder kann das Erzbistum, die ganz nebenbei Genswains neue Nachbarn sind, nicht sagen. Sie zeigen sich eher verschlossen. Ein bisschen was geben sie aber dann doch preis in dieser unüblichen Situation. Üblich ist hier erstmal relativ wenig, da der Vorgang, dass ein Kurienerzbischof in sein Heimatbistum zurückkehrt, nicht alltäglich ist. Das heißt, das ist eine erste Lösung, die er hier im Gespräch angeboten bekommen hat. Wie es weitergeht, das wird sich dann später zeigen. Der große Empfang bleibt aber aus, denn Erzbischof Genswein kommt als Privatperson zunächst einmal ins Erzbistum Freiburg. Und eben nicht in einer offiziellen Funktion wie hier in Rom, wo er über 20 Jahre Papst Benedikt XVI. Assistiert hat, bis zu dessen Tod Ende Dezember. Der Nachfolger, Papst Franziskus, beurlaubte Genswein auf unbestimmte Zeit. Und in Freiburg? Bisher hat man noch keine Aufgabe für ihn gefunden. Geld bekommt er vorerst trotzdem, zum Teil vom Freiburger Erzbistum. Man muss einfach eine Aufgabe für ihn finden. Er kann ja nicht mit relativ jungen Jahren jetzt schon sagen, ich mache gar nichts mehr. Ne? Er sollte eine Pfarrei übernehmen, wenn er schon von hier bezahlt wird. In Riedern am Wald, Genswains Geburtsort, würden sich die Menschen freuen, wenn er hier öfter predigen würde, sagt Eckhard Blank. Über 40 Jahre lang war er Messmer, hatte ein gutes Verhältnis zu Genswein. Wie das gelaufen ist, bin ich also echt enttäuscht. Schon sein damaliger Papst hätte ihm doch wenigstens können eine Arbeitsstelle vermitteln, damit er in Rom hätte können bleiben. Er kennt Genswein seit seiner Jugend. So sehr der Ortsvorsteher sich über seine Rückkehr freut, auch er ist enttäuscht. Wir waren alle erst richtig erstaunt und verwundert, weil der Georg, so nennt man ihn bei uns, doch ein Römer geworden ist. Und wir hätten nie gedacht, dass er wieder zurückkommt. Was genau vorgefallen ist, wissen nur die beiden. Thomas Nonnenmacher hat gute Kontakte zur Kirche, kennt sich aus. Er vermutet hinter der Beurlaubung keine bösen Absichten. Vielleicht ist es ein Zeichen des Papstes, dass er ihm sagt, ich möchte mich bei dir bedanken und gewähre dir jetzt einfach eine Auszeit. Im Heimatbistum Freiburg, entweder um sich zu erholen oder weil er verjagt wurde. Aber jetzt muss er erstmal hier ankommen.